Lektion 100. Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. In der heutigen Lektion geht es darum, dass Jesus mich bittet zu begreifen, dass Gott möchte, dass ich glücklich bin und nicht leide. Jesus bittet mich zu begreifen, dass mein Leiden selbst gewählt ist, dass es nicht von Gott gewollt ist, dass ich nicht opfern muss, dass ich nicht schuldig bin, dass ich nicht gesündigt habe. Er bittet mich zu begreifen, dass ich eine andere Wahl treffen kann. Eine Wahl, die mich glücklich macht. Eine Wahl, die mein Gesicht erstrahlen lässt. Von einem sanften inneren Strahlen. Von einer Freude erfüllt, die ich mit allen teilen kann. In der heutigen Lektion geht es nicht um die Freude, die wir privat erfahren, privat, weil ich vielleicht einen schönen Tag habe, weil irgendetwas in meinem Leben gerade super läuft. Das ist sehr schön, aber das kann sich in jedem Augenblick auch ins Gegenteil verwandeln und tut es ja auch. Aus einem gesunden Körper wird ein kranker, aus einer glücklichen Beziehung wird eine, kommt die Scheidung, die, alles aus einem wunderschönen Sonnentag wird ein, kommt ein Sturm herauf, alles wandelt sich hier ins Gegenteil. Und das ist nicht die Freude, auf die Jesus sich hier bezieht, von der er möchte, dass sie die Grundlage bildet, die den Heilsplan Gottes erfüllt. Die Freude, die wir heute gebeten sind, in uns zu finden, die ganz sicher auf uns wartet und in jedem von uns ist. Das ist die Freude der Wahrheit. Das ist die Freude der Erinnerung, dass ich Gottes Sohn bin. Die Freude der Erinnerung, dass ich kein Körper bin. Dies ist eine Freude, die ich mit allen Brüdern teilen kann. Mit jedem, der jemals hier war, der noch kommt und der jetzt hier ist. Die Freude, dass wir nicht viele sind, sondern dass wir eins sind. Die Freude des Christus. In uns. Das bedeutet, ganz gleich, wie deine Lebensumstände sind heute, ganz gleich, wie dein Körper, in welcher Verfassung er ist, ob du in einer glücklichen Partnerschaft lebst oder nicht, ob du Geld hast oder nicht, auch unabhängig davon, wie die Welt von Konflikten, etwaigen Konflikten in der Welt, all dies kann dich nicht hindern, diese Freude in dir zu finden, von dem Gott möchte, dass du sie findest heute. Im ersten Absatz steht,
Die Erlösung muss den verrückten Glauben an getrennte Gedanken und getrennte Körper, die getrennte Leben führen und ihre getrennten Wege gehen, revidieren. Und das ist Glück. Trennung ist eine Illusion. Trennung ist Ursache für Schmerz und für Konflikt und für Krankheit, Leid und Tod. Wenn aber die Trennung nicht wirklich ist, dann kann ich sie jetzt aufgeben und kann mich freuen. Dann finde ich die Freude der Wahrheit in mir. Eine einzige Funktion, die getrennte Geister miteinander teilen, vereint sie in einem Sinn und Zweck. Denn jeder einzelne von ihnen ist gleich wesentlich für sie alle. Wir haben gemeinsam, es gibt nur einen wirklichen Sinn und Zweck. Und das ist die Erlösung, die Vergebung. Das teilen wir miteinander. Wenn wir diese Funktion wahrnehmen, es geht ja nur darum, wieder unsere Funktion wahrzunehmen, dann kann nur Freude da sein. Dann ist Freude alles, was da ist. Wenn ich diese Freude nicht empfinde, dann irre ich mich einfach nur. Und dann kann ich diesen Irrtum auch, deswegen bin ich nicht schuldig. Kein Grund für Schuld, niemals ein Grund für Schuld. Einfach nur die Idee annehmen, dass es ein Fehler ist, ein Irrtum. Diesen Irrtum kann ich ganz leicht berichtigen lassen. Der Heilige Geist berichtigt diesen Irrtum mit einem sanften Lächeln, indem er einfach darüber hinwegschaut in die Wahrheit, die wirklich in mir ist, den Christus. Der Christus ist die einzige Wahrheit und wir sind Boten Gottes. Du bist heute der Bote Gottes. Du bringst sein Glück zu allen, die du erblickst, und seinen Frieden zu jedem, der dich anblickt und seine Botschaft in deinem glücklichen Gesicht sieht. Das ist wahres Glück und das ist wahre Freude. Wir sind eins. Wir sind der Sohn Gottes. Kein Ding in dieser Welt ist wahr. Das Leid dieser Welt kann mich nicht mehr versuchen. Das sind alles Versuchungen des Ego. Ein kranker Körper kann mich nicht mehr versuchen. Es gibt keinen Grund, unglücklich und traurig zu sein. Es gibt allen Grund und nur Grund, glücklich zu sein und Freude zu haben. Und diese Freude auch zu geben und zu teilen. Du bist wichtig, du bist wesentlich, du bist tatsächlich wesentlich für Gottes Plan. Ohne deine Freude ist seine Freude unvollständig. Ohne dein Lächeln kann die Welt nicht erlöst werden. Du gehörst dazu, du bist wichtig, jeder hier ist wichtig. Völlig egal, in welchen Lebensumständen, diese Freude kann jetzt erfahren werden, weil sie nämlich immer nur tatsächlich jetzt erfahren werden kann. Lass dies den Tag sein, an dem es dir gelingt. Blick tief in dich hinein, ungerührt von den vielen kleinen Gedanken und törichten Zielen, an denen du vorbeigehst, während du emporsteigst, dem Christus in dir zu begegnen. Oh, wow, ja, lasst uns emporsteigen. Das ist die Auferstehung. Und die Auferstehung ist jeden Tag, nicht nur heute, gestern oder wann auch immer. Wir stehen jeden Tag immer wieder auf. Wir können in jedem Augenblick wieder auferstehen mit Jesus, wenn wir uns erinnern an die Wahrheit und die Freude in uns finden, die der Christus für uns bereithält. Er wird da sein, der Christus wird da sein. Du kannst ihn jetzt erreichen. Was gibt es, was du lieber schauen würdest an seiner Stadt, der darauf wartet, dass du ihn erblicken mögest? Welch kleiner Gedanke hat die Macht, dich zurückzuhalten? Welch törichtes Ziel kann dich vom Erfolg abhalten, wenn es Gott selbst ist, der dich ruft? Er wird da sein. Christus ist da. Er ist in uns. Du bist wesentlich für seinen Plan. Du bist heute sein Bote und du musst finden, was du nach seinem Willen geben sollst. Vergiss das heute nicht. Dein Selbst ist es, das dich heute ruft. Und ihm antwortest du jedes Mal,
wenn du dir sagst, dass du wesentlich bist für Gottes Plan zur Erlösung dieser Welt. Du bist kein kleines Licht, du bist ein großes Licht. Du bist wichtig. Ohne dich läuft hier nichts. Und ich liebe dich, weil wir diesen Weg gemeinsam gehen und gemeinsam bestärken. Danke für dich. Sei gesegnet. Hab einen wunderschönen Tag in Christus.